Hier haben wir den großen Weltknietstein. Steine in der Stufe, die ich berühren kann. Ach. Aha. Stimmungslicht. Ach so. Ich dachte, das wäre schon irgendein Knopf, den ich hier gedrückt hätte. Und das wäre dann schon die Aktion, die ausgeführt wird. Die steinernen Stufen werden per Fernsteuerung gehoben. Na gut, dann nehmen wir mal einen Stein. Ich hoffe mal, dass wir dann nicht automatisch rausteleportiert werden oder irgend so ein Quatsch. Ich habe den großen Weltkindstein gefunden. Nun muss ich ihn Martin in den Wolkenherrschertempel bringen. Ah, jetzt kommen die Treppen hoch und jetzt mache ich mich unsichtbar. Ihr lieben Untoten dürft mit euch selbst kommen. Ach, guck mal da. Ist ein Zombie oben gespawnt. Nein. Zombie-Wächter. Du, mein lieber Zombie, kannst mit dir selbst kämpfen. Oh, oh. Holy. Noch ein Zombie. Zwei Zombie-Wächter und König von Miskarant. Verdammt, irgendwas sagt mir, dass der Typ interessanten Loot haben könnte. Selvanur, wenn ich hier reingehe, kommen wir wahrscheinlich... Nein, das ist woanders. Kommen wir hier wieder rein? Komisch. Ach ja, das ist der andere Abgang gewesen. Keine weiteren Fragen. Was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr. Oh, hallo. Ja, ihr sucht noch nach mir, wa? Moment kurz. Naja, tu mal nicht so neunmal klug. Ich weiß ganz genau, dass du mich jetzt plötzlich nicht mehr sehen kannst. Gut, das wollte ich gucken. Ich wollte gucken, ob es hier noch irgendwelche extra Wege gibt. Scheinbar nicht. Oh, der hat bestimmt geilen Loot. Aber noch die ganzen Zombie-Wächter und ich habe keine Pfeile mehr. 18 Stück noch. Hier noch 3. Ich probiere das einfach mal. Wenn du keinen gescheiten Loot hast, mein Freund, werde ich ernsthaft sauer auf dich sein. So. Blitzbogen. Voll. Und ich beschwöre mir einen fetten Deadroth. Wieso nicht? Kämpfer an meiner Seite. Oh shit. So, das wäre der eine Pfeil, den ich einfach so mal verschossen habe. Die nächsten Pfeile, Elfenpfeile. Oh, Kacke. Stirb! Stirb! Yes! Was? Die Wächter leben noch? Nein! Nicht springen! Looten! Ah, Miskarants Schlüssel. Okay. Okay, okay. Ah. Ah. Und jetzt, tschüss, ich bin wieder weg. Ich wollte nur gucken, was für Loot euer Chef hat. Und jetzt bin ich heiß darauf zu erfahren, in was für ein Schloss dieser Schlüssel denn auch passt. Genau, wie erwartet hat sich das hier geöffnet und wenn ich über die Steinplatte gehe, wird sich das bestimmt wieder schließen. Aber was hat sich hier jetzt geöffnet? Moment, Leute.
ein richtiger Speicherpunkt. Ich gehe mal nicht über den Schalter. Vulkanglas, Streitaxt, das war ein Reinfall. Was passiert? Einfach mal so aus Neugierde. Kann ich den Loot normaler Kisten auch beeinflussen? Oder stellt sich der Loot schon fest? Leute, wieso kommt ihr hier rein? Okay. Haut ab, Mann! Gut, was ich überprüfen wollte? Nein, es wird immer der gleiche Loot sein. Okay. Moment. nur Crap. Also das Einzige, was in zu dieser Zeit kein Crap für mich wäre, wäre endlich mal ein besserer Bogen. So, wieder unsichtbar. Ihr könnt mich alle mal. Ich habe auch schon lang genug mit euch rumgespielt. Es reicht. Ah, okay. Hoffentlich könnt ihr hier noch was sehen. Fürchterlicher Zombie, schon wieder, meine Güte. Ja, ich weiß. Ihr wollt mir alle auf die Pelle rücken. Moment. Ich muss schon wieder einen Mana-Trank trinken. Au! Wo bin ich jetzt hier? Irgendwo anders, das steht fest. Raus hier! Gott, noch mehr Zombies! Was für ein Crap in diesen Kisten ist. Oh Gott, so viele Zombies, so viele Zombies. Geht alle weg. 40 Gold, yay. Und unsichtbar machen. Oh Gott. Guckt euch das an. Hallo, ich bin Joe. Was geht? Ich habe keinen Unterkiefer mehr. Und ich bin Mo. Ich habe noch einen Ziegenbart. Oder vielleicht ist das auch meine Zunge. Gott, seid ihr ungepflegt. So, richtet euren Müttern von mir einen Gruß aus. Ich bin draußen. So. Bitte nicht noch mehr. Bitte lass es das gewesen sein. Yay, Elfenschild. 370 Gold. Ich will viel lieber einen gescheiten Ausrüstungsgegenstand. Soweit ich weiß, droppen keine Glasbögen. Was heißt droppen? Händler haben keine Glasbögen mehr. Die bieten nur Zeug bis Elfe an. Soweit ich das noch weiß. Und das zackt ein bisschen, weil das heißt, ich muss meinen Glasbogen von irgendwelchen Drops bekommen. Und das könnte etwas schwer werden, wenn die so dropfreudig sind wie bisher. Jetzt erstmal durchatmen. Leute, war das ein Act. So viele Zombies wieder waren, ich hätte mindestens... Dich töte ich noch.
Weil du nämlich ein One-Shot bist. Ja, also bei der Anzahl von Zombies, wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich 300 Pfeile gebraucht oder sowas in der Richtung. Das ist so dermaßen krass einfach nur. Ich denke, wir haben die Hälfte vielleicht von denen gekillt. Knapp die Hälfte, gerade noch so. Und wir haben schon 100 Pfeile weggehabt. Gut, wir haben noch einen Haufen Skelette erledigt. Aber trotzdem, also das war richtig krass. Und vor allem noch diese fürchterlichen Zombies. Vielleicht sind die anfälliger auf Zauber oder so? Keine Ahnung. Martin, ich habe den Weltknotstein. Was braucht ihr, Freund? Oh, schick, mein Herr. Ihr seid zurück. Und ihr habt den großen Stein. Jo. Naja, ich hab gesagt, dass du ihn bekommst, also bekommst du ihn auch. Ich stehe zu meinen Versprechen. Ihr habt es geschafft. Ich kann auf euch zählen. Bitteschön? Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen großen Welkinstein sehen würde. So schön, wie die alten Geschichten erzählen. Aber natürlich ist seine Schönheit nur eine Maske für seine tödliche Macht. So wie bei allem, was die Eileiden erschaffen haben. Jetzt brauchen wir nur noch den vierten Gegenstand und dann können wir endlich ein Portal zu Mankar Kamorans Reich öffnen. Und was wird dieser letzte Gegenstand sein? Ich hätte es schon viel früher erkennen sollen. Es ist das Gegenstück zum großen Welkindstein. Genau wie die ersten beiden, die entgegengesetzten Mächte der Dedra und der Göttlichen waren. Welkindsteine enthalten die konzentrierte Kraft von Mundus und ihre Gegenstücke sind Siegelsteine, die dazu dienen, Oblivion-Tore offen zu halten. Dann brauchen wir also einen großen Siegelstein. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, woher wir einen großen Siegelstein bekommen werden. Ja, und wo ist der Haken an der Sache? Es wird euch nicht gefallen. Joffrey gefällt es nicht. Und der Gräfin von Brumar wird es sicherlich auch nicht gefallen. Große Siegelsteine dienen großen Toren als Verankerung. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte in Quatsch geöffnet hat. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte hier öffnen will, um Brumar zu zerstören. Richtig. Dieses Tor, von dem die ganze Zeit alle geredet haben, wo wir die ganzen Verstärkungen gesammelt haben. Wir müssen zulassen, dass es geöffnet wird, damit wir den großen Siegelstein holen können, der dieses Tor aufrechterhalten wird. Ich habe euch gesagt, dass es euch nicht gefallen würde. Ja. Ich weiß, dass das Risiko groß ist. Ich war im Quatsch. Ich sah die fürchterliche Macht der dedrischen Belagerungsmaschine. Aber wir haben keine Wahl. Wir können das Amulett der Könige nur wieder erlangen, indem wir der mythischen Morgenröte die Ausführung ihres Angriffsplans auf Brumar erlauben. Richtig. Das habe ich gerade eben gesagt, Martin. Hörst du mir nicht zu? Ja. Mindestens wirst du hier sicher. Ja. Lass mich das umformulieren. Wenigstens wirst du hier sicher sein. Nein. Ich werde die Verteidigung Brumars selber leiten. Wenn ich Kaiser sein soll, wird es Zeit, sich wie einer zu verhalten. Aber es ist zu gefährlich. Ich werde den Kampf anführen. Erinnert ihr euch an unser erstes Treffen in Quatsch? Ich sagte euch, dass ich nicht Teil des Plans der Götter sein wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen göttlichen Plan gibt. Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass dies keine Rolle spielt. Was zählt ist, dass wir handeln, dass wir das Richtige tun, wenn wir dem Bösen gegenüberstehen. Das war es, was ihr in Quatsch getan habt. Nicht die Götter haben uns gerettet, ihr wart es. Habt ihr im Auftrag der Götter gehandelt? Ich weiß es nicht. Aber nun liegt es an mir zu handeln. Na gut, du gehörst zum Blut der Septime, wie du befiehlst. Bitte, mein Freund, ich brauche eure Meinung, nicht euren Gehorsam. Ich werde mich euch erklären, damit ihr mich versteht und damit ihr es der Gräfin vermitteln könnt. Ich fürchte, dass ich bei ihr etwas mehr Überzeugungsarbeit werde leisten müssen als bei euch. Ah, super. Also, na gut. Ja gut, kann ich machen. Werden wir machen. Gut. Bittet sie mich in der Kapelle von Talos zu treffen, um Kriegsrat zu halten. Das scheint mir ein passender Ort für solche Verzweiflungspläne zu sein.
Im Falle von Verzweiflung einfach zur Kapelle latschen. Oh, das ist neu. Ich sehe, du hast schon vieles für das Ritual vorbereitet, um Manka Kamorans Paradies betreten zu können. So, wir haben deine Rüstung, die hast du an, die sollte ich holen. Wir haben den großen Weltkündstein mittlerweile, jetzt wollen wir einen großen Siegelstein und wir haben ein Daedra-Artefakt auch schon gebracht. Das war Vollendung, habt ihr was Neues zu sagen? Was immer ihr braucht, Freund. Yay! Nein, nichts Neues. Joffrey? Gehabt euch wohl. Was ist? Wie stehst du zu den Schlachtplänen? Ja, wieder ein nicht synchronisierter Satz. Möge uns Uriels Geist in diesen finsteren Zeiten leiten. Teilt der Gräfin mit, dass ich in der Kapelle von Talos auf sie warte. Vielleicht können wir noch etwas Interessantes von Martin erfahren. Als junger Mann begehrte ich, wie viele meiner Lehrlingskollegen, gegen die Beschränkungen der Magiergilde auf. Wir haben uns auf die Rätsel der daedrischen Magie gestürzt. Wir sehnten uns nach verbotenen Geheimnissen. Wissen und Macht waren unsere Götter. Den Rest könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Wir wurden der Lage einfach nicht Herr. Leute starben. Meine Freunde starben. Ich habe diese Tage hinter mir gelassen. Aber das bittere Wissen, dass man einst ein Narr gewesen ist, hat auch seinen Wert. Ach ja. Zumindest scheinst du davon gelernt zu haben. Schlachtpläne? Wir müssen die mythische Morgenröte in ihrem Plan gewähren lassen, drei kleinere Tore vor Brumath zu öffnen. Nach den Plänen, die ihr diesen Spionen abgenommen habt, brauchen sie drei kleinere Tore, damit sie ein großes Tor öffnen können. Und durch das große Tor können sie dann die Belagerungsmaschine holen, mit der sie die Mauern von Brumath einreißen wollen, so wie in Quatsch. Aber unsere einzige Hoffnung ist es, den großen Siegelstein zu bekommen, mit dem wir das Ritual abschließen können. Sobald das große Tor sich öffnet, müsst ihr rasch handeln. Alles klar. Gehabt euch wohl, mein Freund. Wir wissen Bescheid, was zu tun ist. Der nächste große Schritt wird sein, zu der Gräfin von Bruma zu latschen und ihr zu erklären und irgendwie beizubringen, dass wir die Tore zulassen müssen. Das, wogegen wir die ganze Zeit eigentlich gekämpft haben, muss zugelassen werden, damit wir in das große Tor können. Aber zuallererst werden wir natürlich meinen Elfenbogen reparieren. Nein, nicht nur das. Wie viel brauche ich eigentlich noch zum nächsten ab? Nein, 96%. Nein! Gut, egal. Ich würde sagen, ich überspringe einfach den Verkauf und wir sehen uns gleich wieder.